Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is You. Ich freue mich, glaube ich, wie wir spielen weiter. Denn in der letzten Folge hatten wir dieses komische Dreckslevel, hier Level 5. Ihr habt einige Kommentare geschrieben, einige davon waren richtig der Blödsinn, also wirklich sau der Bullshit. Da wolltet ihr immer, dass ich zwei Ends habe und was weiß ich, was es alles gab, zwei Keys und alles mögliche. Aber ein Kommentar kam, und zwar von der guten Nikoru, also von der Nicole, von der Miau, und die meinte, ich soll machen, Baba is you and weak. Ich mache das jetzt einfach so, wie sie mir das geschrieben hat. Also sie hat sich keine Lösung oder so angeguckt, sondern sie hat selber geraten. Und das war auch erst ihr dritter Tipp, nachdem ich gesagt habe, dass die ersten doof waren, hat sie mir nochmal diesen Tipp gegeben. Und das probieren wir mal kurz aus. Also sie hat gesagt, Baba is you and weak. So weit, so gut. Jetzt sind wir schon mal tot, wenn wir irgendwo gegenknallen. Deswegen nehme ich das weak nochmal weg. Was meinte sie noch? Baba has box. Okay, das war ja klar. Also Baba has box musste ja auf jeden Fall sein. Ich werde auch sagen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann höre ich sofort auf mit diesem Level. Baba is box. So, Box is you, von mir aus. Box is you. So, hier, da hast du dein Box is you. Keine. Okay, soweit so cool. Und jetzt meinte sie, sollen wir weak sein? Und wenn wir jetzt als Box wiederbelebt werden, blub, können wir als Box uns bewegen? Und dann meinte sie, kannst du dann als Box den Text weiter verschieben? Zu zum Beispiel Box has key. Box has key plus Box. Was? Box has key plus Box is you and weak. Oh Gott. Das ist schon... Nur vom Lesen her ist das schon kacke. Okay, also was? Was willst du? Box is you. Das muss erstmal so bleiben. Box is you. Und Box is you. Und die Box has... Box and key, wolltest du sagen. Aber dann wären wir nicht mehr weak. Und deswegen geht das nicht. Is you and weak. Nein, Siri, ich will nichts von dir. Also was wollte sie jetzt? Box has key. Ah, also wir können sagen, Box is you, Box has key. Dann haben wir sogar noch einen Box übrig. Box has key. Und wir sind weak. Aber wir, die Box ist halt, wenn wir jetzt sterben, dann sind wir der Key. Aber die Box ist auch nicht weak. Warte, wir können sagen, die Box ist weak. Zack. Wenn wir jetzt irgendwo gegenknallen, dann sterben wir und sind der Schlüssel. Aber den Schlüssel kann ich nicht weiter bewegen. Baba. Nee, also ich habe vielleicht auch deine Lösung einfach falsch verstanden, aber das wird hier nichts. Dieses Level ist total behindert, das machen wir irgendwann später. Wir machen jetzt Level 7. Ich hasse Level 5, where's the key? Mir doch egal, wo der Key ist. Ich habe den Key, aber ich kann ihn nicht benutzen, weil lieber da ist zum... Oh, Ghosts. Hier gibt's Geister, bewegen die sich? Nee, aber die töten ein bisschen... Oh, okay, Geister kann man schieben. Wo steht das? Ach ja, Ghost is push. Ghost is push. Wall is stop, Baba is you. Skull is defeat. Alles klärchen. Dann sagen wir einfach, Ghost kann pushen und moven. Das ist wahrscheinlich wieder nur ein Tutorial. Und wir packen das alles noch einen runter, damit der eine Geist das nicht verschiebt. Aber die verschieben das ja jetzt sowieso immer. Egal, wie man es macht. Egal, wie man es macht, sie verschieben es einfach immer. Egal, dann schieb halt rüber den Kack. Ja, das ist doof, ja. Da muss ich das halt hinter dich schieben. Ups. wenn du das von mir willst, blöder Geist, dann ist das halt so. So, jetzt lauf da rüber und... Nein, ich dachte, die machen eventuell, dass die Skulls... Also, ich dachte, die schieben vielleicht die Skulls weg, aber nope. Dort sind sie auf jeden Fall separat. Die laufen von sich aus. Dann müssen wir vielleicht das... Nee, wenn wir das Is-Move darüber packen, bringt das ja auch nichts. Ach, warte, wir können die Geister pushen. Okay, warte, nochmal neu. Ups. Das hat bestimmt damit dann was zu tun, dass wir die Geister pushen können. Die müssen einfach richtig irgendwo hin. Aber was bringt uns das denn, dass wir die pushen können? Also, die können nach oben und unten laufen. Okay, sehr schön. Wir können die Geister da durchpushen. Ja. Wir können auch den Text hier durchpushen und dann eventuell machen, dass Skull is Ghost machen oder so. Geil. Das heißt, das muss hier unten irgendwie hin. Warte. Ich hab, glaube ich, eine gute Idee. Wir machen... Das muss unter den Skull. Der Skull ist auf der Höhe. Und dann soll einfach... Wenn die darüber laufen, dann soll Skull is Ghost werden. Achso, Moment. Dann muss das ja so, ne? Skull is... Aber dann geht das ja jetzt mit dem Move nicht mehr.
Achso, Ghost is Push muss ja gar nicht mehr sein. Hä? Bin ich jetzt gerade blöd? Doch, also Ghost is Push, einer muss von hier unten. So, der zweite Geist ist egal, der andere muss aber von da auf jeden Fall einmal gegenschubsen. Und dann sagen wir Ghost, der kommt erstmal ganz weg hier. Dann sagen wir Ghost is Move, dann läuft er darüber. Nee. Muss schon so rum sein, damit es geil. Jetzt ist das aber alles wieder falsch. So muss das sein. Moment, ich hab's gleich, Leute. Wo ist denn der Skull? Der ist auf dieser Höhe. Das heißt, hier muss das Essen. Ja, so ist das richtig. So ist Skull ist Ghost und Ghost können wir dann wegschieben. Und dann... Nee, kriegen wir auch nicht hin, ne? Wir müssen irgendwie hinbekommen, dass sie alles darüber schubsen. Und Skull muss aber gleichzeitig... Oder der Ghost muss gleichzeitig pushable sein. Obwohl, wenn er rummoved, dann läuft er ja auch rum. Keine Ahnung, ich glaube, das funktioniert so. Nee, schickt er nur das Ist rüber. Moment, dann machen wir nochmal was anderes. Wir brauchen den einen Geist nochmal wieder. Gib mir den einen Geist. Das war blöd, das... Nein, gib mir jetzt... Hallo, wie lange habe ich denn nichts mit dem Geist gemacht? Danke. So, der muss dann hier vielleicht sein. Das geht wieder alles ein nach unten. Dann kommt das Ist hier rüber. Und das Push nach oben. Weil das Push... Na, das Push brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das Push ist voll egal. So, der... Hä? Ja, lell. Mann, was ist es denn? Ich hab was im Kopf und krieg das nicht mal hin, dass das so läuft hier. So, Ghost is Push. Ghost is Push kann jetzt weg. Das ist... Wird rüber gepusht. Zusammen... Ah, nee, oh, die müssen das gleichzeitig machen. Gleichzeitig mit dem... Mit dem Is wird das rüber gepusht. Und dann wird das zu Ghost is Skull. Nee, Skull is Ghost. Und dann sind diese ganzen Skulls hier ein Geist. Und die bewegen sich dann hoffentlich weg. So. Genau, die schieben wir jetzt darüber. Skull is Ghost. Jetzt laufen die alle weg. Hat funktioniert. Okay. Finde ich gut. Wir haben keine Flagge, sehe ich gerade. Dann brauchen wir... Oh, jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir... dass wir hier einen Weg haben. Ach nee, doch nicht. Wir können einfach durch die Geister durchschieben. Nein, ich habe mir alles kaputt gemacht, weil ich Fleck is Win gemacht habe. Willst du mich verarschen? Das darf nicht sein. Es gibt nämlich keine Flagge. Ah, ihr Bastarde. Ihr könnt doch nicht das Win da wegpushen. Ah, lol. Okay. So, jetzt ist aber safe. Jetzt ist das Win safe. Meine Güte. Da wollten mich die Geister kurz trollen hier. Oha, okay, krass. Nee, hä? Fleck is Ghost? What am I doing? What am I doing with my life? I don't know. Wir brauchen das Win. Gib mir das Win. Hä? Die trollen mich hier voll. Wir brauchen ein Is. Und zwar das Is von da unten. Nein, lass mein Win in Ruhe. So. Oh, meine Güte. Jetzt muss das... Win da irgendwie rein. Ghost ist... Wie kriege ich denn jetzt das Move hier weg? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich krieg das Win nicht hin. So. Jetzt ist das Win da unten. Toll. Ihr Blödsäcke. Okay. Nein. Lass mein Win in Ruhe. Das kann doch nicht sein. Ich krieg das Win hier nicht hin. Wie kriege ich das Win denn jetzt an einer sicheren Stelle hin? So? Lässt du bitte mein Win in Ruhe? Oh Leute, ich hab's doch schon. Wieso macht ihr jetzt so einen Bullshit? Oh, Fleck is Win ist halt unnötig, weil es keine Flagge gibt. Wir müssen also Ghost is Win machen. Und das machen wir wie? Ich meine, da auf der rechten Seite ist das... Wir können... Sollte? Nee, geht nicht. Wir müssen ein vorher da sein. So. Ghost ist nicht mehr Move! Ach ja, das hätten wir auch einfach machen können. Ich habe es mir schwerer gemacht, als es sein müsste. Ich hätte einfach Ghost das Move wegmachen können. Ich lasse mich aber auch trollen. Oh Gott. Ey, Area Clear. Wir müssen nie wieder in diese Area rein. Das finde ich sehr gut. Ich habe mich einfach trollen lassen. Blöden Geister. Oha, jetzt haben wir aber richtig viele neue Level hier. Aber wir müssen überall... Warte, das gucken wir uns mal kurz an. Ups.
ganz viele neue Level, aber für einige brauchen wir anscheinend mehr dieser Blumen. Ich schau nur mal. Ich komme hier gleich wieder hin. Will nur mal kurz gucken. Da unten ist jetzt frei. Ich bin gespannt, was das sein wird. Wir haben den Deep Forest, da können wir auch sofort hin. Wir können in Rocket Trip. Das ist wahrscheinlich im Weltraum dann. Was haben wir hier? Da brauchen wir 7 dieser Blumen und da 5. Und hier haben wir noch den Flower Garden. Alles Klärchen. Und da unten haben wir halt auch noch andere Dinger. Dieses Spiel ist übelst groß irgendwie. A Way Out? Levelfinale? What? Ja, nein. Nope. Da waren so viele neue Sachen bei. Das mache ich nicht, Leute. Später vielleicht mal. Wir gehen jetzt in die 8 und schauen uns das an. Double Mode. Was auch immer Mode heißt. Doppelte Mode. Okay, wir sind Baba. Und Baba hat ein Keke. Und Keke kann über Wasser laufen. Beziehungsweise, wir machen kein Wasser kaputt. Okay. Baba hat ein Keke. Black is win, water is defeat. Deswegen, water ist nicht sink, sondern defeat. Dann haben wir gesagt, door is shut, wall and door is stop. Und Keke ist open. Das heißt, Keke muss darüber. Wie kriegen wir Keke darüber, wenn Keke kein Push ist? Das ist eine gute Frage. Ich meine, Baba hat einen Keke. Und Keke kann moven, und zwar hoch und runter. Das heißt, wenn Keke hoch und runter moven kann, dann können wir sagen, Baba is move. Oder US Move, geht das? Nee, ne? Also können wir nur machen, Keke ist Move. Was anderes geht nicht. Was anderes geht nicht. Jetzt moved der Keke hier rum. Allerdings nur von oben nach unten. Schiebt das dahin. Und dann können wir das hier nach oben moven und sagen, Baba has Keke. Okay, dann läuft der schon mal da durch. Also das ist schon mal der erste Weg. Okay, also Baba wird zu Keke und Keke kann das dann da aufmachen und dann können wir zur Flagge gehen. Aber da, ich sehe gerade, da ist noch ein Streifen Wasser und das ist ja assig. Okay, was haben wir noch? Dann müssen wir irgendwie hinbekommen, Keke ist Baba. Baba ist Keke, müssen wir irgendwie noch hinbekommen. Okay, warte, nur noch. Nein, ach, ich will gar nicht zur Map. Gosh! Ich will nur, dass du mich zurücksetzt. Muss ich auch nochmal lernen. Wie geht das? So, okay. Mit dem LB-Button. Guck mal, hier ist noch ein Is. Achso, hatten wir auch eben schon. Nun gut, also wir können das aus seiner Bahn hier nehmen, aber ich denke mal, er ist wichtig, dass er das nach oben pusht. Er wird es auf jeden Fall nach oben pushen. Ist nur die Frage, was uns das jetzt bringt. Wenn wir dieses Heskeke, das soll uns bestimmt in die Irre führen hier. Baba is you, Heskeke geht halt auch. Und wir können auch sagen... Nee, geht nicht. Warum das denn nicht? You has Keke geht nicht. Alles Klärchen. Also geht nur Baba has Keke. Und wir können sagen, Keke... Ach, wir können sagen, Keke is you. Okay, dann können wir Keke schon mal woanders hinschieben. Jetzt haben wir keinen Push mehr, sondern wir sagen, Keke soll irgendwo hinlaufen. Und der könnte das jetzt hier öffnen. Wenn er wollen würde. Wenn wir jetzt Baba werden... Ja, ich bin da einer heißen Spur auf dem Weg. Und zwar so. Baba steht jetzt allerdings falsch, ist aber okay. Glaube ich. Nee, ist nicht okay. Wir müssen das nach unten schieben. Und zwar 2 nach unten, weil der Keke muss auf derselben Ebene sein wie die Tür. So, jetzt sind wir wieder Baba und wir sagen... Wir müssen sagen, Baba heißt Keke. Glaube ich. Nee, Keke heißt Baba, das müssen wir sagen. Und deswegen brauchen wir das Keke. Und das Häs. Baba. So, dann kommt da ein neuer Baba raus, aber wir sind Baba. Wir schieben das nochmal ein nach unten, weil der Keke soll uns ja nicht hier umlaufen. Und jetzt sagen wir, Keke ist Move. Und dann sollte das eigentlich schon die Lösung sein, oder? Jetzt move Keke hier einmal hin und zurück, bla bla bla. Ja, hi, ich bin Keke und ich habe Baba in mir. So, jetzt sind wir dieser Baba. Und jetzt müssen wir sagen, dass Baba einen Keke hat, weil wir sterben am Wasser. Nee, wir müssen... Was? Wir müssen irgendwie hier... Nein. Wir müssen... Okay, wir müssen einen Keke darüber bringen. So viel schon mal klar. Keke has Keke geht nicht. Der rechte Baba muss zu einem Keke werden. Dann muss dieser Keke über das Wasser rüber laufen
Und dann müssen wir wieder zu Baba werden. Heißt, wir sagen Baba. Baba Heskeke klingt für mich erstmal ganz gut. Oh, ups. Roger, please stop that. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht umbringen. Unseren kleinen Baba da drüben. So. Baba Heskeke. Und jetzt kriege ich den da nicht mehr durch. Ich muss den mal... Scheiße. Wie kriege ich den denn jetzt da durch? Nein! Ich krieg den da nicht durch, ohne zu sterben. Okay, nochmal neu. Aber so irgendwie muss das sein. Wir müssen auf jeden Fall den Barber und so. Wir schieben das auf jeden Fall alles mal ein bisschen weiter nach rechts. Wir können das gar nicht nach rechts schieben, oder? Kekis, you? Doch, wir können ja das ist an die zweite Stelle schieben. Wir brauchen hier mehr Platz, dass wir auf der anderen Seite mehr agieren können. So, Kiki is you. Baba is you. 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 Alles klärchen. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug Platz, dass wir hier ein bisschen mehr agieren können auf der rechten Seite. Und jetzt sagen wir dasselbe wie eben. Was war denn das, was wir eben gemacht haben, ist die Frage. Wir schieben das erstmal hier nach unten. Dann sagen wir, Kiki steht schon richtig. Dann sagen wir, Kiki has Baba. Kiki has Baba. Kiki has Baba. Und Baba, ne, Kiki is move. Ja, Kiki is move. So, das sieht doch schon mal gut aus. Der läuft rüber, bla bla bla, ich bin Kiki, ich mach diese Tür auf und werde zu einem Baba. Wow, okay, cool. So weit, so gut. Jetzt muss Baba ein Kiki enthalten. Baba has. Zack, 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 zack. Baba has. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob wir genau denselben Scheiß haben. Aber ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall weiter nach rechts laufen. Jetzt hat Baba einen Kiki. Zack. Kiki soll einen weiter moven. Kiki moved schon mal richtig. Ups. So, also der guckt in die richtige Seite. Jetzt soll er einen weiter moven. Zack, zack, zack. So, jetzt steht er auf der Dings. Und jetzt müssen wir einfach nur Keke werden. Verdammt. Jetzt müssen wir einfach nur Keke werden. Yay! Nice. Ach Gott. Wollen wir uns noch eins angucken? Ich bin mir nicht sicher, je nachdem, wie lange das dauert. Walls of Gold. Das ging aber gut. Zumindest bei diesen Leveln raffe ich wenigstens, was ich machen muss. Nicht so wie bei diesen Where's the key? Oh, Walls of Gold. Win! Win? Wall and Ice is stop. Oh, es kommt jetzt Eis dazu. Ich bin gespannt, was Eis macht, Leute. Rock is push, Baba's you. Wall is win. Und Rock is win. Hä? Aber weil... Hä? Moment. Weil Wall stop ist, können wir nicht auf die Wall drauf. Und weil... Rock push ist, können wir auch nicht auf den Rock drauf. Und deswegen sind beide, also sind Win, ja, aber wir können sie nicht benutzen. Und die sind auch Stop. Okay, wir sagen Wall is Rock auf jeden Fall. Dann können wir uns hier schon mal rauspushen. Was macht das Eis? Achso, Eis ist Stop. Eis ist Stop, deswegen macht das Eis momentan noch nichts. Also es wird aber wahrscheinlich später noch irgendwas machen. Wir können sagen, Baba's Win geht nicht. Wir können sagen, Rock is Win. Haben wir aber auch jetzt schon. Wir können sagen, Wall is Wall. Wir können sagen, Wall is Ice. Wir können sagen, Ice is Wall. Wir können sagen, nee, können wir nicht. Wir haben kein And. Was können wir denn überhaupt machen hier? Wir können sagen, Wall is Wall. Wir können sagen, Rock is Wall. Dann ist aber nur der Stein hier, den wir jetzt gerade schieben können, wieder ein... Bock. Können wir den da durchhauen? Nein. Okay, dann... Wir haben noch ein Is-Win. Wall and Ice is Stop. Is-Win geht halt nicht. Wir haben noch ein And. Aber das steht an der falschen Stelle. Wir können sagen, Wall is Ice. Wir können sagen, Rock is Ice. Schön. Bringt uns das... Okay, warte. Wir schieben das hier erstmal alles raus, Leute. So,
Wir können sagen, Rock ist Rock. Und ja, jetzt ist der Rock'n'Rock, Leute. Rock'n'Roll oder so. Oder können wir sagen, Wall is Wind. Aber wir haben keine Wall. Und Wall ist immer noch Stop. Deswegen, Rock is Win. Rock is Win. Aber Rock ist halt immer noch Push und deswegen ist das blöd. Und wir können die Wörter hier nicht durch das Eis durch, weil Eis ist Stop. Hm. Tja. Und du? What now? Also wir können das Is hier runterschieben, so viel schon mal klar. Dann können wir sagen, irgendwas ist Eis und wir können sagen, irgendwas ist Wall. Was uns das jetzt genau bringen soll, gar keine Ahnung, Leute. Aber wird gehen. Wir können sagen, Rock ist Eis. Dann haben wir ganz viel nicht movable Eis. Ist doch schon mal ganz geil, muss ich sagen. Können wir jetzt irgendwie sagen, Eis ist Win, wenn wir hier ein Is machen? Das geht nicht, ne? Nee. Ah, das wirkt doch auch schon wieder alles blöd hier. Rock is Wall. Eis ist irgendwas, können wir nicht sagen. Eis ist jetzt halt doof. Wall is Win. Eis is Win, das wäre irgendwie schon cool. Push is Win wäre auch cool. Können wir irgendwie sagen, Baba is Win? Nee, auch nicht, ne? Ist ja denn, wir kriegen das Eis halt irgendwie anders hin, dass das Eis zum Rock wird oder so, aber das geht nicht. Das Eis ist da unten leider sehr eingeschlossen in seiner Variable hier. Können wir auch gar nichts mit machen. Ich meine, wir haben hier ein And. Was uns nichts bringt, wir haben ein Wall. Rock is Wall. Wall is Rock. Nee, Rock is Wall. Rock is Eis. Wall is Stop. Rock is Stop geht auch. Wenn Rock Stop ist, dann können wir da einfach nicht mehr durchgehen. Was ist, wenn Rock Stop ist und auch gleichzeitig Push? Rock ist Stop? Rock ist Stop, aber auch Push und dann kann man die einfach trotzdem nur schieben. Was ist, wenn wir den gegen eine Wand schieben? Dann passiert auch gar nichts. Wir können die jetzt hier cool hin und her schieben, aber warum? I mean, why? Können wir irgendwas mit dem Eis machen? Das hat doch bestimmt irgendwas mit dem Eis zu tun. Das Eis kann doch nicht einfach nur Stop sein. Vielleicht Wall is Rock is Wall. Jetzt haben wir eine Mauer, die Stop ist. Wall is Rock is Wall. Guck mal, Leute. Auch nicht schlecht. Ist die Frage, ob uns das was bringt. Weil wir können jetzt nichts mehr mit dem Win machen. Rock is Wall is Eis. Dann ist das einfach nur Eis und bringt absolut gar nichts. Rock is Wall... Wenn Rock is Wall ist, dann ist einfach nur Wall is Wall. Toll. Können wir dann da durch? Aber Wall ist ja trotzdem Stop, deswegen das verändert ja nichts. Hä, was willst du denn von mir, du komische Spiel schon wieder hier? So viel haben wir doch gar nicht zur Auswahl, wir haben einen Rock. Oben rechts haben wir einen Rock und damit können wir irgendwas machen. Wir können sagen, Rock is Wall. Rock ist. Also hier können wir nochmal genau das Gegenteil machen wie da unten mit der Wall. Aber statt vom Rock zum Wall zu werden und dann. Nee, statt von der Wall zum Rock zu werden und vom Rock zum Wall zu werden, können wir hier machen vom Rock zum Wall, von der Wall zum Rock. So, schön. Win. Was ist Win? Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie in die Wall rein muss, was aber nicht geht, weil sie Stop ist. Und dass man dann halt das Win irgendwie machen muss, aber man kommt ja niemals da rein. Ich meine, eben sah das schon ganz gut aus, dass wir das zumindest umherschieben konnten, aber Rock ist halt Push leider. Wäre Rock nicht Push, dann wäre alles okay, dann könnten wir einfach in den Rock reingehen und alles ist cool. Aber Rock ist Push. Es wird irgendwas mit dem Eis zu tun haben, aber was? I don't know, Leute. Mit dem Barber können wir auch nichts machen, ne? Oh, wir können sagen, Rock is you. Wir können sagen, Wall is you und Rock is you und so ein Scheiß. Bringt das vielleicht was? Also jetzt haben wir haben keine Röcke mehr. Moment, wir gehen nochmal... Na, das wollte ich gar nicht so. Ich will nur das Level resetten. Wir können irgendwas anderes werden. Das ist korrekt. Wie kommen wir hier jetzt nochmal raus? Die Wall Rock ist. Okay, das war ja super easy. So, jetzt sind wir schon mal hier. Dann holen wir uns den Rock hier raus.
und sagen, Rock is you. Und wir können auch sagen, Wall is Baba. Oder so. Rock is you. Jetzt sind wir die ganzen Röcke und wir sind Baba. Und wir sind Baba, Leute. Beides. Okay, bringt uns das was? In meinem Kopf ist gerade etwas Schlaues, glaube ich. Wenn die Wall Baba ist, ich versuche mal meinen Gedankengang zu erläutern. Die Wall ist Baba. Nein, das muss mit den Röcken sein. Also Rock is you, okay. Wir müssen, wie will ich das denn jetzt erklären? Also wir müssen hinbekommen, dass wir der Stein sind und der Stein muss gleichzeitig Win sein. So, okay, haben wir schon mal unser Ziel klar definiert und das kriegen wir jetzt hin, indem wir sagen, dass wir das is Win hier erstmal rausholen. Das ist schon mal klar. Rock muss Win sein. So, Rock ist Win. Und jetzt müssen wir nur noch der Rock sein. Rock ist you und Rock ist Win. Es ist so einfach. Off. Ohne Witz. Okay, nice. Worlds of Gold. Man muss einfach nur mal seine Gedanken so ein bisschen sortieren und klar definieren, was man überhaupt machen will. Und dann ist das eigentlich gar nicht so schwer, die Umsetzung. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Danke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Like da. Nee, ein Abo, so rum. Aber ein Like dürft ihr auch da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.